Ja, jetzt sind wir von hier oben runtergesprungen, hier unten in die Bücherecke rein. Und müssen jetzt schon wieder irgendwo hin. Scheiße. Sieht er uns, wenn er hier reinkommt? Hier war doch noch was. Hier war noch eine Dings. Ich glaube, der sieht uns nicht mehr. Okay. Er ist immer noch da. Ich renne jetzt mal gerade hinter ihm weg. Hinter ihm weg, wieder hier hin. Und renn jetzt mal wieder hier hin. Aber ich glaube, hier ist der falsche Weg, oder? Genau, hier ist der falsche Weg. Ich renne jetzt mal wieder hier raus. So, komme ich denn jetzt hier überhaupt hin? Mist. Ups. Aua. Herzinfarkt, ey. Herzinfarkt. Wo muss ich denn hin? Ich weiß es nicht, wo ich hin muss. Scheiße. So, was ist denn, wenn wir jetzt hier gleich irgendwo mal links laufen? Nein, links können wir nicht laufen. Aua. Komm, hier hoch. So, der Typ ist jetzt da unten, ne? So, ich gehe dann hier gleich aus der Küche raus. Oder gibt es ja noch einen anderen Weg aus der Küche raus? Warte. Ne, hier nicht. Aber ich gucke mal, ob ich hier vielleicht raus kann. Ah ja, genau, hier komme ich in... Ah ja, genau, hier komme ich in den Fahrstuhl rein. So. Für den Fahrstuhl brauche ich einen Schlüssel. Und jetzt gehen wir runter. Hä? Runter, nicht hoch? Okay. Jetzt geht noch weiter runter. Okay. Wo komme ich denn jetzt hin, ey? Finde einen anderen Weg nach draußen. Och Leute, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Alter Schwede, was ist das denn hier? Finde einen anderen Weg nach draußen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? In irgendeiner Eisstation? Hier ist noch was. Boah. Was ist das denn hier für ein Trakt, ey? Moment, ich muss mal eben die Kippe ausmachen. Moment. So. Ich bin jetzt irgendwo in unterste Gefilde gefahren. Der Stolz des Wissens. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke, Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley, 1818, anonym veröffentlicht, bla bla bla. Oh Mensch, so rief ich. Wie verblendet verharrst du doch in deinem Weisheitsdünkel. Genug. Ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet.
Zornentbrannt und aufgewühlt stürzte ich von dannen und kehrte nach Hause zurück, um über geeignetere Schritte nachzusinnen. Was? Da geht's rum. Hier liegt auch noch was rum. Okay, das scheint wahrscheinlich der einzige Weg zu sein. Activate. Activate. Ah, gehen wir mal hier weiter. Wo sind wir denn jetzt, ey? Block A. Was ist das denn hier? Ja, Block A, da kann ich bestimmt irgendwo rein. Morphogenic Engine Chambers. Ja, hier kann ich nirgendwo rein, aber hier doch, oder? Ja. Okay, die haben hier wohl irgendwie Experimente, voll die abgefahrenen Experimente gemacht, oder? Ja, so voll in dem Kältezentrum, ey. Alter Schwede, was liegt denn hier rum? Darm. Magen. Leber. Alles. Uah. Aber nichts für mich, ne? Ne, dann gehen wir mal weiter. Können wir hier rein? Hier ist auch noch was. Köpfe, Arme, Brustkorb, Patient 1287B. Was hat der denn? Kann ich nichts erkennen. Hat der irgendwie Lungenkrebs oder so? Oder hat der Kehlkopfkrebs? Ich weiß es nicht. Wie auch immer. Ist hier auch was drin für uns? Auch nicht. Aber hier ist noch was. Halt, hier ist noch was. Dokumente. Obduktion nach dem Tod. Okay, Project Warrider. Ah, interessant. Formhinweis. Alle Inhalte müssen umgeschrieben und überarbeitet werden, um den rechtsverbindlichen Anforderungen der Akten der Murkoff Corporation zu entsprechen. Bla. Jennifer Rowland, okay. Meine 14. Autopsie eines Warrider-Patienten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigration und Morphogenese hat leicht zugenommen, mit ähnlichen Effekten wie beim menschlichen Wachstumshormon. Aber nichts, was auf die stabile Schaffung eines empfindungsfähigen, unabhängigen Schwarms hindeutet. So müde. Zweifle an meinem Urteilsvermögen. Werde einen weiteren Urlaubsantrag stellen. Die psychologische Belastung, mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer, als ich bewältigen kann. Entschuldigung. Werde vorschlagen, weniger Hoffnung in die weit hergeholten Theorien eines senilen Alten zu stecken und stattdessen einen einfachen mechanischen Antrieb zu verwenden, der hauptsächlich auf Spermaprotein basiert, werde auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Die Murkoff-Sicherheitsleute haben Patient 921 getötet, nachdem ihm die Beruhigungsmittel, die für ein ganzes Hockeyteam ausreichend gewesen wären, nichts anhaben konnten. Ich fürchte, die Hormontherapie und unsere chemischen Fixierungen haben eine gegenseitig kontraproduktive Wirkung. Ist das der Dicke oder was, von dem die da spricht? Könnte sein, wa? Batterie? Hier irgendwo zwischen den Leichenteilen? Ne. Gehen wir mal durch den Delivery Exit. Ah, wieder eine Sprungschanze. Das heißt, da kommt gleich wieder irgendwas, wo wir uns verstecken müssen. Können wir hier rein? Ne, können wir nicht. Hier können wir auch nicht rein. Aber er ist doch offen, ne? Da ist aber nichts drin. Hier ist auch nichts. Morphogenic Engine.
Tralala. Kann ich mir nicht merken. Okay. Ja, ist auch wieder so ein Rumpelsding. Was haben wir denn hier Schönes? Nix, wo ich hin könnte. Hier oben kann ich auch nicht hochspringen, ne? Nee. Scheiße. Hier werde ich gleich wieder flüchten müssen. Ich sehe es schon kommen. Hau ab. Ah, fuck. Ey, bist du bekloppt? Ah, tatsächlich, der Typ bringt mich echt um. Ich hätte vor dem wegrennen müssen. Okay. Okay, der bringt mich tatsächlich um. Gut, dann machen wir das mal anders. Machen wir das jetzt so. Wir müssen jetzt hier tatsächlich vor dem wegrennen. Und dann hier durch die Tür. Oh, oh nein. Fuck, hier durch die Tür dürfen wir nicht. Oh fuck, guck dir das an. Der macht den fertig. Alter, der macht den fertig. Alter, der macht den fertig. Wow. Leck mich am Arsch. Was war das denn jetzt? Der hat den Dicken fertig. Alter, was? Hallo? Moment mal. Tod des Soldaten. So stirbst du also, von innen heraus in Stücke gerissen. Dein Innerstes an einer Betonwand verteilt. Ja, das würde ich wohl sagen, ey. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Das war der Dicke. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht eine andere gefunden hast. Also das war Chris Walker. Boah, ich muss jetzt echt aufstoßen gerade. Sorry. Ich renne jetzt wieder zurück. Gucken, ob der mich noch mal findet, ob der immer noch da hinten ist. Ich renne jetzt einfach noch mal zurück. Da geht ja nirgendwo mehr was rum, ne? Der ist nicht mehr da. Exit. Ich muss hier raus. Scheiße, ich komme hier nicht raus. Ist hier irgendwo was anderes offen? Ist hier irgendwie so ein Teil offen? Was sind das denn hier für rote Punkte? Ich kann da nirgendwo hin. Kann ich da oben irgendwo durch, wo der den einen dagegen gemöppelt hat? Nee, auch nicht. Gibt es hier irgendwas, was ich benutzen kann? Da war doch was. Hier. Hier ist da was. No such luck. I am older than
Cool down. Viertel nach vier. Hallo. Hallo. Ich bin ja aber doch jetzt gerade mal so gefangen, ne? Hey, hallo, gibt's hier irgendwas, was ich mal aufnehmen kann? Ja, ich finde Billy im Hauptlabor. Ja, wo ist denn das Hauptlabor? Finde Billy im Hauptlabor. Wo ist das Hauptlabor? Ist das hier hinten? Delivery Exit? Das ist ja hier, ne? Genau, finde Billy im Hauptlabor. Ich glaube, das ist hier hinten. Ja, ne, das ist nicht das Hauptlabor, aber... Boah, was war denn hier los? Leute, ey, kauft euch mal Coca-Cola-Automaten, nicht so scheiß Pepsi-Automaten, ey, dann funktioniert das hier auch. Ist da noch irgendwas? Ne, komme ich nicht rein, ne? Hier ist das Scheißhaus. Liegt denn hier irgendwie vielleicht noch eine... Vielleicht noch irgendwo eine Batterie im Kackstuhl? Auch nicht. Hier war das. Morphogenetic. Au, ab. Danke. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Also vor dem Warrider kann ich mich, glaube ich, auch recht. Oh Mann! Geh doch weg. Oh. Ja gut, so einfach kann ich mich vor dem Typen auch nicht verstecken. Also hier war ich schon drin. Gut, ich komme von hier. Da war ich auch schon. Hier war auch nichts. Das heißt, wenn ich jetzt gleich hier rumgehe, da kommt er mir wieder hinterher. Tür schließen. Tür schließen. Tür schließen. Geh weg. Ah, Alter, ey, hau ab. Sag mal, gibt's doch nicht, oder? So, wisst ihr was? Ich teste das beim nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge sage ich mal Tschüss und dann gucken wir weiter. Macht es gut. Tschüss.